Diese ehemalige Lungenklinik wurde am 13. Juni 1900 eingeweiht. Die Bauzeit betrug gerade mal 1,5 Jahre. Die Baukosten betrugen 500.000 Reichsmark. Seit 2007 steht das Gebäude leer. Es wurde verkauft und liegt jetzt in privater Hand. Auch heute noch wirkt das Gebäude wie ein verlassenes Märchenschloss. Gibt es nach langer Zeit mal wieder ein Lost Place, und zwar eine alte Klinik. Wir sind hier aber ganz legal drin. Uns wurde gerade alles aufgemacht. Wir haben sogar einen Lageplan gekriegt, dass wir wissen, wo wir was finden. Dann schauen wir uns hier nochmal um. Viel Spaß. Heute mal den offiziellen Eingang nehmen. Hier saß der Pförtner. Und hier ist sogar noch eine Feuermeldzentrale. So, jetzt gehen wir erst in ein Schlaflabor, und zur Kapelle kommen wir hier auch gleich noch. Hier kommt ja jetzt gleich das Schönste an der ganzen Klinik, nämlich noch die schöne alte Kapelle. Aber den Kronleuchter da oben, den haben sie schon gemopst. Ah, die Fenster sind schön. Hier unten standen mal die Bänke. Da haben dann die Trauernden gesessen. Abgesehen von einer sind die aber auch schon weg. So, Kapelle sind wir erstmal wieder raus. Dann kommen wir jetzt zu den OP-Räumen. Hier haben wir schon mal den ersten. Aber die OP-Lampe ist bereits weg. Hier war aber irgendwo noch ein zweiter gewesen. Muss irgendwie gleich nebenan sein. Und da nochmal gucken gehen. Und das hier, das war alles OP-Bereich. Was hier drin war, kann ich nicht sagen. Vielleicht irgendwo haben die Betäubungsmittel und sowas. Ja, hier war wohl der richtige Waschraum zum Händewaschen und Desinfizieren. Und hier hinten noch für ein Räumchen. Und dann ging es hier in den OP. Aber hier ist bereits auch schon die Lampe raus. Hier haben wir aber noch die ganze Steuerung. Hauptleuchte. Meldung nicht in Betrieb. Steuerschrank, OP-Leuchte. Das war wahrscheinlich mal hier zum Röntgen oder sowas. Hebel lassen sich noch bewegen. Sieht aus wie zum Röntgen. Ja, hier die komischen Schränke. Ja, wie ich schon sagte, wir sind hier heute ganz legal. Haben einen kleinen Obolus bezahlt. Und dafür können wir uns hier frei bewegen und bis zu 6 Stunden hier rumkriechen. So lange wird es natürlich nicht dauern.
Ja, mal gucken, was wir hier noch alles so entdecken. Hier haben wir jetzt die ellenlangen Gänge mit den ganzen Patientenzimmern. Die aber eigentlich alle leer sind. Hier ist sogar so eine Art Durchgangszimmer. Und wie sieht das für einen vernünftigen Lost Place gehört? Den einsamen Stuhl. Ja, ich glaube nur eigentlich nicht an Geister und sowas. Aber uns wurde gerade erzählt, ihr sagt, es wollte auch ein bisschen spuken. Handys sollen verrückt spielen. Naja, mal gucken. Noch habe ich keinen Geist gesehen. Das wird wohl hier mal im Pausenraum gewesen sein. Stehen noch Sessel und ein Tisch. Und so ein Ablageregal. Also der Kollege, der war wohl auch hier gewesen. Und der hörte irgendwo einen Kinderchor. Und dann wollte er Kraft seiner Wassersuppe, wollte er gucken, wo das ist. Und als er zu dem Raum kam, wo der Kinderchor wohl herkam, war auf immer alles still. Naja, ob stimmt, weiß man nicht. Hier haben wir auch nochmal irgendwas. Das waren wahrscheinlich irgendwelche Gase, Sauerstoff und sowas. O2, ja. Vielleicht zum Beatmen oder so. Ach nee, ich glaube, das war hier der Bereich, wo es mit Schlauchschlucken war. Wie heißt das? Endoskopie. Da war doch hier noch so ein Plan. Genau, hier ist er. Wer das schon mal machen musste, der weiß, von was ich rede. Ekelhaft. Ja, da wir vorhin einen Lageplan gekriegt haben, weiß ich jetzt auch, wo die Leichenräume waren, wo die Leichen reinkamen. Das gucken wir uns natürlich auch noch nachher an. Hier haben wir ja auch ein schönes Patientenzimmer. Waschbecken, allerdings schon kaputt. Das sieht natürlich nicht gut aus hier. Schöner Schwarzschimmel. Und hier war mal Patiententelefon. Ja, auch Patientenräume. Das Bettlicht. Telefonhalter. Da drüben auch waren 5 Bettzimmer. Hier ist sogar ein Zimmer, was nochmal abgeteilt ist. Warum auch immer. Wahrscheinlich hat man hier im Sommer Fenster aufgemacht. Und dann konnten die Leute hier vorne sitzen, frische Luft atmen. War ja eine Lungenklinik. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir erstmal hoch in die oberen Etagen. Da kommt man ja auch noch in die Türme. Hier auch wieder die ellenlangen Gänge. Wie gesagt, in jedes Zimmer muss man hier nicht gehen, weil hier sind alle leer. Aber schön gebaut. So, jetzt sind wir hier am Ende des Gangs. Ich nehme an, das wird mal hier eher eine Arztwohnung gewesen sein. Hier ist richtig alles mit Teppich. Oder? Keine Ahnung, aber nach Patientenzimmer sieht das nicht aus. Und das war irgendwie Bürobereich.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich noch eine Etage höher. Ja, wenn ihr euch wundert, warum hier ab und zu mal gefunkt wird, ich bin hier nicht alleine. Und wir stehen hier über Funk in Kontakt, dass wir wissen, wo die anderen jeweils sind. So, dann gehen wir hier lang. Gleich mal noch eine Etage höher. Aber hier drinnen will ich mich eigentlich gar nicht so lange aufhalten. Das kenne ich ja eigentlich schon. Aber wir kommen heute auch in die anderen Gebäude draußen rein. Hier sind ja auch mal große Räume. Aber hier lagen auch 5 Personen. Trotzdem schön hier mit den Fenstern. So im Halbkreis. Die Decken sind aber auch nicht mehr das Wahre. Noch alte Schilfdecken. Und hier steht sogar der Fahrstuhl. Der Betten. Was haben wir denn hier alles dran? Halle, Notglocke, Feinereinstellung, hä? Erdgeschoss, Obergeschoss, zweites Obergeschoss, drittes, viertes. Jetzt habe ich ja gleich die nächste Treppe gefunden, die wir gleich noch hinziehen. Ich will noch zu den Türmen kommen. Es gibt ja noch Drohnenaufnahmen. Ich weiß nicht, ob ich die noch beim Schnitt vor dem Video mache oder hinterher. Da sieht man dann die Türme von draußen. Aber da kann man wohl auch hochkraxeln und da will ich noch hin. Hier haben wir wieder einen Haufen Papier. New England Journal of Medicine. Ja, zumindest was zu einem Krankenhaus gehört. Atemwegs- und Lungenkrankheiten. Und das muss noch von damals sein. Jetzt sind wir hier in irgendwelchen Katakomben. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hier geht es uns hier um den Dachboden. Nanu, nanu, nanu. Hier war noch ein Zimmerchen ausgebaut. Ja, und die Gebäude wollen wir nachher noch rein. Was hier so nebenan steht. Und da bei dem Gebäude hat der Dachstuhl schon gebrannt. Da werden wir wohl nicht reinkommen. So, hier geht jetzt noch eine Leiter hoch. Und dann kommt man da oben auf die Türme. Nee, die Türme kommt man hier doch nicht. Das war irgendwie nur für den Schornsteinfeger. Aber irgendwo kommt man hier auf die Türme. Hier ist sogar noch alte Schaltkästen. Das sieht aus wie für Antenne. Für die Fernseher vielleicht. Von den Patientenzimmern. Irgend sowas. So, jetzt habe ich es gefunden, wo es auf die Türme geht. Aber ich kriege da nicht hoch. Hier ist die Leiter. Da muss man hier durch so ein enges Loch. Und dort oben würde es dann auf den Turm gehen. Aber das ist mir zu eng. Ich habe eine Drohne mit. Und hier oben geht es weiter und weiter. Hier kommt auch schon alles runter. Uiuiuiui. Aber das ist schon geil. Hier die Farbe alles so abblättert. Das sieht immer gut aus. Dieser natürliche Verfall. Hier sind wir jetzt auch schon im letzten Zimmer angekommen, in der Etage. Hier hängen sogar noch die Gardinen dran.
kann ich wieder zurückgehen. Dann gehen wir als nächstes in den Keller. Wir haben ja draußen noch viel mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles auf einen Teil kriegen werde. Sonst muss ich in zwei Teile rausmachen. Aber wenn man schon mal hier ist, muss man sich auch alles angucken. So, jetzt sind wir im Keller. Und hier war, glaube ich, die ganze Essenzubereitung irgendwo gewesen. Frage ist bloß wo. Ach, hier haben wir zum Beispiel noch eine Küche mit Spüle. Und Essenaufzug. So, ich habe jetzt beschlossen, jetzt gehen wir erstmal nochmal in den Speisesaal gucken. Gerade mal auf den Plan geguckt. Gucken wir uns den an, dann gehen wir nochmal zum Leichenraum, der hier sein soll. Das müsste hier der Speiseraum sein. Ja, gehen wir eben hier rein. Genau, hier haben wir die Kantine. Mal gucken, ob es noch was zu essen gibt. Ja, gebratene Farbe. Bitte hier Selbstbedienung. Ach, hier muss man selber kochen. Aber schön hier drin. Schön groß die Vorhänge noch. Die großen Fenster. Und das Schalt. Mal kurz hinter den Tresen gucken. Oh, da steht sogar noch eine Geldkassette. Ob hier noch D-Mark drin ist? Nee. Schade eigentlich. So, und jetzt wird's spooky. Jetzt suche ich nämlich den ersten Leichenraum. Der ist hier irgendwo im Keller. Mal gucken, ob ich den finde. Ja, jetzt müsste ich gleich da sein und wo soll hier eine Treppe runtergehen? Im Keller. Wollen wir wirklich wagen? Oh. Aha, kommt man da gar nicht rein. Zugeschraubt. Ah, shit. Na, das war ja nur für den ersten Reinfall. Eine andere Treppe gibt es hier nicht. Aber es gibt noch eine zweite Leichenhalle. Müssen wir mal gucken, ob wir da reinkommen. Hier draußen gibt es ja auch noch einige Gebäude. Da will ich dann auch noch rein. Alter, das wird bestimmt ein Zweiteiler. So, im Keller, in die Leichenhalle sind wir ja nur nicht reingekommen. Aber da frage ich nachher nochmal nach, ob sie uns da auch nochmal aufmachen. Hier draußen das Häuschen. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich da rankomme. Da sollen aber auch Leichen noch aufgebahrt worden sein. Mal gucken. Jetzt habe ich mich hier durch die Büsche geschlagen. Hier liegt sogar noch ein guter Feuerlöscher rum. Der ist doch bestimmt noch nicht alt. Ja, aber ich sehe das jetzt nicht. Meine letzte Prüfung war. Sieht aber noch gut aus. So, da gehen wir mal rein. Okay, hier scheint noch nicht Wetter zu sein. Hier waren mal irgendwelche Flaschen dran. Wer weiß, was das mal war? Lachgas. Voll leer. Eine volle hätte ich ja gebrauchen können. Oh, wo kommen wir jetzt hier hin? Hier sollen auch Leichen drin gewesen sein. Ist aber nicht gerade groß und dunkel. Also wenn das stimmt, dann fühlt man sich hier drin doch ein bisschen komisch. Und hier hinten muss es ja auch noch irgendwie einen Eingang geben. Ja. Oder die waren hier hinten drin.
aber da hätte doch eigentlich auch eine Kühlung irgendwas sein müssen. Tür bitte zulassen. Ja, sehe ich schon, ist verschraubt. Ah, Leichenhalle ohne Kühlung. Aber das war vielleicht auch bloß so ein Aushilfsding. Ich muss nachher mal sehen, dass ich unten im Keller in den richtigen Leichenraum komme. Von den Hütten gibt es ja nicht nur eine. Da gibt es gleich drei Stück. Hier ist noch eine. Und da hinten auch noch eine. Aber ich weiß nicht. Das sind doch keine Leichenhallen hier. Das sind doch irgendwelche Lagerhäuser. Zumindest jetzt. Und hier war mal die schöne Parkanlage. Für die Patienten konnten sie draußen sitzen, eine zwitschern. Aber jetzt sieht es ja aus, als wenn hier die Schweine gewütet hätten. Hier war mal ein schöner Springbrunnen. Am Rande waren Bänke. Konnte man hier schön sitzen. Aber das Krankenhaus, das sieht schon cool aus. So, jetzt habe ich gerade mal einen Kilometer Marsch um die Klinik gemacht. Jetzt bin ich hier beim Ärztehaus. Aber hier gehe ich nicht mehr rein. Wie gesagt, hier hat der Dachstuhl gebrannt. Außerdem wurde hier auch alles verschraubt. Und da meine ich auf. Da ist eh nicht drin viel zu sehen. Gehen wir noch mal im Heizhaus gucken. Ich habe gerade schon Bescheid gesagt, in der Leichenkammer. Ja, werden sie wohl nachher mal aufmachen, dass wir da mal rein können. Und hier haben wir jetzt die ganze Heizanlage mit den großen Schornsteinen. Da 5,5 Stunden hat er hier gearbeitet oder was? Aber welches Jahr steht hier nicht? Mal gucken, was hier so drin ist. Viel aber anscheinend auch nicht mehr. Sein Werkzeugregal. Hier konnte er sich seine Hände waschen. Ja, und hier waren wohl die Kabeldiebe. Ja, mit den Kabeldieben, da soll man wohl hier auch sein Kreuz haben. Die klauen wohl hier auch wie die Rahmen. Hier haben wir noch Schienen. Hier wurde irgendwie wahrscheinlich die Kohle reingefahren oder was? Hier unten sind die Heizungsrohre. Die gehen dann in den Keller in der Klinik. Hier wurde die Kohle reingefahren. Ja, die Öfen sind wahrscheinlich schon raus. Aber hier haben wir noch Kalender. Kalender sind ja immer gut. Aber was haben wir denn hier? Kein Jahr. Doch, 2007. Da war das noch aktiv, ja. 2007 kann aber nicht sein. Ja, was haben wir hier hinten noch für ein Räumchen? Oh, hier noch eine schöne Laufkatze. Ach, hier hat der Heizer mal seine Geschäfte gemacht. Na gut. Ja, und hier standen wahrscheinlich die Öfen mal irgendwo, die aber nicht mehr da sind. Kommen wir hier noch hin. Vielleicht ein Aufenthaltsraum. Hier aufgefließt. Ah, hier konnte er duschen. Mensch, guck an, der hat ja richtig Service. Mit Antenne an der Decke für ARD und ZDF. Hier haben wir die ganzen Heizungsventile.
Vorlaufheizung, Rücklaufheizung, Pumpe. Aber das sieht doch hier sogar nach West aus schon. Wenn noch was drin ist, dann geht nicht auf. Kreiselpumpe. Zirkulationspumpe. Mensch, hier muss man ja Abi haben. Ja, und nochmal ein großer Kessel. Warmwasserspeicher wahrscheinlich. Ein Riesengeschoss. Und hier geht es jetzt in die Katakomben. Ich denke mal, wenn wir jetzt hier runtergehen, kommen wir bestimmt im Keller. Oh, hier geht es ja auch nochmal tiefer. Was ist das hier für ein Riesenraum? Alter Verwalter hier. Das kenne ich ja überhaupt noch nicht. Auf der Kamera wahrscheinlich nicht allzu viel zu sehen. Aber ich habe ja heute noch meine zweite Taschenlampe mit. Da waren wir gerade. Dort in der Ecke. Ja, wo ist er? Aber hier. Mülltonne. Große Treppe runter. Ja, dann wollen wir mal sehen, wo wir hier hinkommen. So, nochmal ein Gang. Ja, ich glaube, da hinten ist gleich Schluss. Und das geht um die Ecke rum. Aber ich denke mal, hier werden wir im Keller im Krankenhaus rauskommen. Tadam, tadam, tadam. Unerforschte Gänge. Das sind ja wirkliche Katakomben hier. Mal immer mehr den Kopf einziehen. Ah, hier wird schon wieder gefliest. Ah, jetzt sind wir wieder in der Klinik. Kommen wir hier noch hin. Im Keller ist es ja am interessantesten. Ist ja interessanter als oben. Hier haben wir auch noch Räume. Hier ist auch gefliest mit Waschbecken. Und es sollen hier die Leichen gewesen sein. Keine Ahnung. Kommt man aber auch nicht rein. Doch, hier guckt man rein. Also möglich wäre es auf jeden Fall. Oder hier war einfach mal Keller verspeisen. Steht da VEB Kühlanlagen Dresden. Ja, hier geht es ja auch noch bis ins Unendliche. Aber hier ist nicht mehr, wie es aussieht. Und hier hinter der Kurve geht es ja noch weiter. Oder wir kommen hier noch zum Leichenraum, was uns gesagt wurde eigentlich. Na, weitergehen. Hier ist noch was Interessantes. Hier war auch mal Elektroraum. Schaltgedöns. Große Elektroschränke. Hier haben wir noch Lager mit Toiletten, Duschwanne, Waschbecken.
Mensch, hier folgt ja eins dem anderen. Was ist denn das nun wieder hier alles? Mit einer Treppe. Oben Abflussrohre. Da war ein Waschbecken. Aber warum hier extra die Treppe hoch? Schaltkasten. Hier in den nächsten Raum. Und ich denke mal, wir sind jetzt durch den Keller. Oben kommen wir ja vorne nicht runter, da war die Tür zugeschraubt. Aber jetzt durch den Keller sind wir tatsächlich im Leichenraum. Das Brandabschottung 2006. Aber das sieht mir fast danach aus. Aber hier ist auch keine Kühlung. Eigentlich hat man noch einen Leichenhallen Kühlung, oder nicht? Aber die lagen ja wohl nicht lange hier. Die wurden ja dann weggefahren. Ja, ich denke mal, das wird tatsächlich der Leichenraum gewesen sein. Also die wollen ja nachher nochmal eventuell aufschrauben. Das macht ja auch Sinn hier mit dem Waschbecken denn hier. Die konnten sich waschen. Nehmen an, lagen die Leichen. Das würde schon alles Sinn machen. Na, draußen mal gucken, ob wir noch in die Villen reinkommen. Und dann war es das auch bald. So, dann gehen wir hier in das Häuschen nochmal gucken. Gucken, was hier drin ist. Hier soll irgendwie Verwaltung oder sowas gewesen sein. Schauen wir mal, was wir noch finden. Erstmal oben gucken. Aber wie es aussieht, ist hier auch alles leer. Ja, kurz mal durchgucken. Aber noch Tapeten an den Wänden. Hier sogar mit Badewanne. Ja, sogar so eine Eckwanne. Das sieht ja bald aus wie eine Wohnung. Hier Küche. Oder so. Abstellraum. Das könnte ja bald eine Wohnung gewesen sein. Und irgendein Arzt oder so. Wohnzimmer mit Terrasse. Nicht schlecht. Und ein schönes Bild an der Wand. Vielleicht Schlafzimmer. Ein Kinderzimmer. Und hier noch ein kleines Zimmer. Ja, ich denke mal, das war eine Wohnung. Nicht Verwaltung. Zwei Familien vielleicht. Und ganz oben ist auch noch, aber ganz hoch gehe ich nicht. Das wird ja überall gleich sein. Dann gehen wir lieber nochmal in den Keller. Und hier ist dasselbe Spiel. Auch Bad mit Wanne. Wohnzimmer mit Balkonien. Das hier ist Wohnzimmer, wie auch immer, und hier noch ein Kinderzimmer. Gut, dann gehen wir lieber noch mal in den Keller gucken. Keller sollte man ja nie auslassen. Hier haben wir die ganze Versorgung. Kommen wir hier noch hin. Wie eine Wohnung, aber ziemlich schäbig. Nee, hier möchte ich nicht wohnen. So, jetzt geht's hier noch rein. Mal gucken, was hier noch ist. Jetzt haben wir gerade eine Geschichte gehört. Hier in die immer an ist noch so ein selbes Haus. Und da war früher mal ein Kinderheim. Und da soll es echt noch spuken. Da hört man wohl Kindergesang ab und zu mal. Wäre das da. Leider kommt man da aber nicht rein. Die anderen sind zwar noch drin, aber ich gehe jetzt auch einfach mal hinterher. Ich
stehe doch hier draußen nicht in der Kälte. Ich weiß ja nicht, wann das Video kommt, aber heute sind hier Minusgrade. Wir haben es Januar. So. Aber das werden hier auch. Was war das hier, Verwaltung? Oder das waren auch Wohnungen. Oh, das könnte eher Verwaltung gewesen sein hier. Büros. Hier hinten aber auch wieder Wanne, Klo, Waschbecken. Ne, das sieht doch eher nach Wohnung aus. Schiebetür. Weil im Büro hat man ja keine Wanne. Da haben hier auch welche gewohnt. Toilette mit Dusche. Das war wahrscheinlich Küche. Aber wenn man das jetzt wieder herrichten würde, wäre es gar nicht schlecht. Jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Ich habe mich gerade im Spiegel da selber gesehen. Ich dachte, jetzt sehe ich einen Geist. Dann gehen wir noch mal eins hoch und dann sind wir mit den Räumen fertig. Dann werde ich noch mal meine Drohne fliegen lassen. Und wie gesagt, die Drohnenvideos oder Bilder gibt es entweder vor dem Video oder jetzt im Anschluss. Oder Hälfte, Hälfte. Mal gucken. Ja, das war eine Wohnung, eindeutig. Hier ist wieder Küche. Bad. Hier ist aber noch ein Bad. Achso, da waren zwei Wohnungen drin. Ein Zimmer wahrscheinlich. Ein Zweiraum, wie das hier ist. Ein Wohnzimmer. Und hier hinten bestimmt das Schlafzimmer. Aber auch mit Balkontür. Ja, und jetzt noch ein Beweis. E-Herd, Steckdosen, Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Also doch Wohnung. So, dann mache ich hier oben gleich die Absprache. Wie gesagt, jetzt kommen noch ein paar Videoschnipsel von der Drohne. Ich sage aber schon mal für heute tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Video. Bye. Mal gucken, vielleicht wenn wir hier mal eine Overnight durchziehen. Dann werden wir ja sehen, ob es hier wirklich spukt. Natürlich nur, wenn wir eine Erlaubnis bekommen.